Kein Fußball, kein Basketball, kein Eishockey, ja Kart gibt es auf AMK-TV zu sehen. Und warum? Weil der Ullstädter Funktionär Klaus Müller ein fast einmaliges Event in seinen Heimatort gelotst hat, nämlich den südbayerischen Endlauf im Jugendkartslalom. Ein Sport, den wir Ihnen heute eben etwas näher bringen wollen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Veranstaltung zog nicht nur Harald Kühn ins Ullstädter Kartzentrum, sondern auch an die 400 Besucher. Und was ist das Erfolgsrezept? Das grundsätzliche Vorhaben war, eine perfekte Organisation auf die Beine zu stellen, um gute sportliche Möglichkeiten für die Teilnehmer bieten zu können. Und das haben wir. Ja, das hat er wirklich. Klaus Müller, der Gründer des ortsansässigen Motorsportclubs. Mit dabei aus dem Landkreis insgesamt 8 Fahrer mit mehr oder weniger großen Medaillenchancen. Einer von ihnen ist Corbinian Schmieder. Er ist der jüngste, sozusagen das Küken. Und er steigt in eine dieser bis zu 6 PS starken Maschinen. Was muss er überhaupt machen? Er muss einen Parcours aus Pylonen bewältigen, so schnell es geht und natürlich ohne eine dieser Hütchen umzuschmeißen. Denn andernfalls gibt es pro Hütchen 2 Strafsekunden. Im ersten Durchgang schlägt sich Schmieder noch ganz gut, bleibt fehlerfrei, doch im zweiten erwischt er einen rabenschwarzen Lauf. 16 Strafsekunden handelt er sich ein, damit sind alle Hoffnungen auf eine gute Platzierung dahin, am Ende wird er 15. Einer verspürt fast überhaupt keine Konkurrenz und keine Nerven, gewinnt ganz locker. Moritz Klei mit über einer Sekunde Vorsprung vor Massimo Ziegler und ein Mädel. Magdalena Inninger von der RG Rosenheim belegt den 3. Platz. Die meisten Landkreispiloten, nämlich 3, starten übrigens in der Altersklasse 2, der 10- und 11-Jährigen. Einer von ihnen ist der Lokalmatador Tobias Hollauer. Allerdings schmeißt er früher ein Hütchen und damit platzen seine Hoffnungen auf eine gute Platzierung. Da kann er noch so gut fahren, mit 6 Strafsekunden landet er letztlich auf dem 18. Platz. Und damit ist er, wie man sieht, nicht besonders zufrieden. Nicht allzu glücklich ist auch Nikolaus Staltmeier aus Unterammergau. 6 Strafsekunden leistet auch er sich, er landet auf Platz 12, hatte sich aber wohl mehr ausgerechnet. Einer der Top-Favoriten kommt aus dem gleichen Team, Niklas Holderried vom MSC Steingaden. Doch auch er hat Pech im ersten Lauf. Ich habe ja geschmissen gehabt und dann war das eigentlich schon nur das Beste, was draus machen ist, keiner. Also es war halt so Glück, dass die anderen auch noch was geschmissen haben. Zunächst erwischte es Marco Constanzo. In der 3. Runde dann den bis dato führenden Dominik Nowotny und zum Schluss schließlich noch Elias Landulsi. Natürlich nicht unerwähnt bleiben darf Niklas Holderieds grandioser 2. Tag. Die Läufe 3 und 4 nahezu perfekt und so rast er nach vorne bis auf Platz 2. Nur einer bleibt vor ihm, der Sieger Felix Arndt vom MSC Dreiburgenland. Er leistet sich keine einzige Strafsekunde. Also ich wollte mich also für den Bundesjugendendlauf qualifizieren und ja, das habe ich jetzt auch geschafft. Dieses Ziel hat auch Sebastian Klimas erreicht. Der Turbo-Klimi demontierte förmlich die Konkurrenz in der Klasse 3 und verwies Marcel Hauer mit über 2 Sekunden Vorsprung auf Platz 2. 3. wurde Marco Gierl, 4. Ramon Türk. Für die Starter aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen sah es nicht so gut aus. Christian Alexa war der Beste auf Platz 12. Dafür glaubten viele an MSC-Pilot Martin Plonka, der bereits im Vorjahr 2. wurde und zum Endlauf fuhr. Ich habe mir erst die Strecke ein paar Stunden davor angeschaut und mich informiert, wo ich die Zeit rausholen kann. Und dann bin ich nochmal im Kopf beim Vorstart alles durchgegangen und habe mich super konzentriert, damit ich alles richtig mache und ja. Nachdem Plonka am ersten Tag nur den geteilten 4. Platz belegt hatte, musste er im Finale mehr riskieren und auf einen Ausrutscher der direkten Gegner hoffen. Seine eigene Leistung lässt sich jedenfalls ganz simpel beschreiben. Sensationell! In beiden Durchgängen legte er die Bestzeit hin, jetzt mussten nur noch die Konkurrenten patzen. Und das taten sie. Erst war Kevin Merbel langsamer als Plonka und dann erwischte es auch noch Erik Hoffmann, der winzige 200. Sekunden. Hinter dem Murnauer, der für den MSC Ullstadt fährt, landete. Nun fragten sich die Zuschauer noch, ist vielleicht noch mehr drin? Vielleicht der Sieg? Hannes Freimoser, der letzte Starter,
und der amtierende Champion. Freimoser legte aber einen starken Lauf hin, blieb vor Plonka und darf sich somit auch 2013 südbayerischer Meister nennen. Der Jubel bei den heimischen Fans und natürlich gerade bei Vater Dariusz Plonka kannte danach aber keine Grenzen mehr. Diese drei Herren in der Klasse 4 dürfen somit zum Bundesendlauf nach Schleswig am 12. und 13. Oktober fahren. Und da will Plonka diesmal besser abschneiden als noch beim letzten Mal, als er nur 47. wurde. Heute war meine Motivation größer, mein Ehrgeiz, weil ich wollte mich unbedingt qualifizieren. Und da war einfach mehr Ehrgeiz dahinter und deswegen habe ich halt mehr Leistung gebracht. Dass er das mir wieder ins Wort gemacht hat, das freut mich besonders, weil es ist natürlich schon schön, wenn man bei einer absoluten Top-Veranstaltung auch einen Stockerlplatz einfahren kann. Eine Entscheidung steht aber noch aus. Die in der Königsklasse der bis 18-Jährigen. Und dort zündete der Bruder vom Turbo-Klimi, dem Sieger in der K3, seinen ganz eigenen Turbo. Matthias Klimas vom MSC Dreiburgenland legte 4 fast perfekte Läufe hin. Letztlich reichte es aber nur zu Platz 2. Warum? Weil die Favoritin wieder zuschlug. Und ja, Sie haben richtig gehört, die Favoritin und amtierende deutsche Meisterin Andrea Lorenz. Sie lieferte wieder eine beeindruckende Show ab und holte sich Siegerkranz, Pokal, Titel und das Ticket für Schleswig. Das ist mein Abschlussbild und das ist mir gut gelungen, das zu bieten.